Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute spreche ich mit dem Laborfacharzt Dr. Armin Schwarzbach über die hochinteressante Welt der Borrelien. Wir reden allerdings auch über Parasiten im Allgemeinen und zum Schluss nähern wir uns auch nochmal dem Thema Long-Covid. Also es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Schluss dabei zu bleiben. Viel Spaß! Hallo Armin, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute darf ich mit dir über das Thema Borreliose sprechen. Das ist ja so ein Thema, das hört man immer wieder dann, gerade wenn so die Zeckenzeit anbricht, dann liest man mal wieder ein oder zwei Artikel. Da kriegt man schon ein bisschen Angst, was da alles passieren kann. Wie ist das Thema für dich als Laborarzt? Was muss ich wissen? Was ist wichtig? Ja, also zu meiner Person vielleicht ganz kurz. Ich bin nicht nur Laborarzt, ich bin auch internistisch, infektiologisch tätig gewesen in Kliniken, Kardiologie, also Herz, Nieren, Nephrologie gemacht, auch Onkologie. Also ich habe auch einen klinischen Hintergrund und kann auch Erkrankungsbilder infektiologisch, weil ich infektiologisch mit AIDS-Kranken, HIV gearbeitet habe. Glaube ich, kann ich ganz gut beurteilen. Borreliose damals, wo ich war, gab es bei uns nicht, interessanterweise. Die Lyme Disease, die Borreliose wurde aus unglücklicherweise mit HIV parallel entdeckt durch den Willy Burgdorfer in Amerika in dem Ort Lyme, Connecticut an der Ostküste. Da hatten Kinder geschwollene Gelenke und man wusste nicht, woher das kam. Und der Willy Burgdorfer, leider verstorben inzwischen, ehrenwerter Forscher, hat herausgefunden, die Zecken sind das. Und das hat man ja nicht gewusst. Genauso mit AIDS, HIV wussten wir auch nicht zu der Zeit. Und aus dieser von mir Vergangenheit hat mich schon immer fasziniert, auch Parasiten, Parasitosen, die Virus, Epstein-Barr-Virus-Infektionen, die wir damals schon hatten, hat mich immer fasziniert, was macht denn so ein Virus, was macht denn die Borrelie? Also die Zecken damals, 90er Jahre, waren nicht bekannt, 80er Jahre auch noch nicht so, wo es so losging, 2000er Jahre, muss man sagen, da wurde es immer bekannter. Und wir haben quasi auch dort, ich will jetzt sagen, fast eine Seuche oder wir reden von Endemien, Hotspot, aber wir haben massive Probleme mit immer mehr Zecken, Klimawandel, Umwelt, Immunschwäche der Leute. Und es reicht ein einziger Zeckenstich aus, um dich richtig krank zu machen. Und das ist, glaube ich, ein Drama, was man im Einzelfall sieht. Man kann viele Zeckenstiche haben, ohne Frage, da passiert gar nichts. Aber ein einziger tut dein gesamtes Schicksal in eine ganz, ganz schwierige Richtung lenken. Um Borrelien einzuordnen für die Zuseher, die jetzt nicht jeden Tag mit der Medizin zu tun haben, das sind jetzt nicht Parasiten, so kleine Käferchen oder Würmchen. Es sind jetzt aber auch nicht Bakterien, so wie wir es klassisch kennen, sondern es gehört in die Kategorie Viren, ist das richtig? Nein, falsch. Das sind Bakterien. Bakterien, ja gut, dass wir das... Also man gibt da Antibiotika. Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Und die Bakterien, wie läuft das dann ab? Also was passiert da konkret nach so einem Zeckenbiss? Ja, das ist eine lange Geschichte. Was machen diese Zecken? Also Zecken sind, wir nennen das Dirty Needles, schmutzige Nadeln. Sind also voll verseucht, weil die an Igeln saugen, an Wildtieren, an Füchsen saugen und dort alles Mögliche aufnehmen. Und dann über die Generation, eine Zecke kann bis zu 9 Jahren leben, ein Weibchen bis zu 9000 Eier legen. Also ist gar nicht so ohne. Es gibt 850 verschiedene Zeckenarten, muss man auch vielleicht noch dazu sagen. Zecken sind sehr temperaturresistent. Von minus 20 bis plus 50 Grad leben die. Also die kann man einfrieren, die kann man kochen, nützt alles nichts. Also man muss die Kleidung, das Militär in Amerika hat inzwischen imprägnierte Schutzkleidung. Du hast einen Zeckenstich, den merkst du noch nicht mal. Nur 18%, 1,8, merken überhaupt was vom Zeckenstich, weil die das betäubt. Und die Zecken sind so klein, die Nymphen oder auch die Larven, dass du die gar nicht siehst. Die siehst du gar nicht. Das macht es so problematisch.
problematisch. Der Erreger wird übertragen. Diese sogenannte Wanderröte hast du auch nur 20-30%. Wenn du Glück hast, hast du eine. Ist eine Rötung, die um den Stich rum ist. Aber die meisten haben überhaupt keine großen Beschwerden. Und dann irgendwann geht die Geschichte los. Noch eine Sommerkrippe dazu, bis nicht zum Zeckenstich. Ja, dann haben die auf einmal so Gelenkschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen auf einer Seite, Konzentrationsstörungen, Erschöpfungen. Das geht also hin bis zu Rollstühlen, bis zur Arbeitsunfähigkeit, bis zu multiplen Sklerose-ähnlichen Symptomen, bis zu demenzähnlichen Symptomen, bis zu Rheuma-ähnlichen Symptomen, bis zu Autismus-ähnlichen Symptomen. Das Problem ist, dass viele dieser Syndrome, Symptome, da auch tatsächlich eine Borreliose oder ein anderer dieser Co-Erreger, Bartonellen, Ehrlichien, Anaplasmen, Babesien, Rickettsien, die alle dahinter stecken können. Und da reicht schon ein Zeckenstich aus und du weißt von nichts. Und die meisten passieren sogar als Zeckenunfall im Garten. Übrigens ist der Zeckenunfall versichert über die Haftpflichtversicherung zum Teil, die Unfallversicherung. Das heißt, du musst aber das nachweisen, du musst die Zecke aufheben, das Corpus Delicti, kannst die testen auf eine Borrelie, hast du die bewiesen, bist du danach krank geworden, da hast du sogar einen Schaden. Und für die Förster, Waldarbeiter, Forststudenten ist das ein Riesenthema. Da sind auch viele krank, das ist eine anerkannte Berufserkrankung. Aber du musst das immer nachweisen, das macht das so schwierig. Also diese wechselnden, wandernden Gelenkschmerzen, brennende Handflächen, Taubheitsgefühle, unklare Herzrhythmusstörungen, Sehverschlechterung ohne Grund, du weißt nicht, immer wieder Wasser lassen, mal Haarverluste. Also es macht im Körper alles eine Bakterie, die überall hinwandert, eine Wanderbakterie, ist eine der wenigen Bakterien in der Welt, die überall in deinem Körper hin kann, also überall. Entzündungen im Gehirn, in den Gelenken, im Nervensystem, ja, auch an der Haut, die Haut wird trockener und es ist meist so, wenn ich die Leute, ich habe ja bestimmt 20.000 gesehen die letzten 20 Jahre oder auch mich mit Kollegen unterhalten über diese Fälle, die haben auch so eine Hauttrockenheit und das ist meist so immer auf der Seite, wo der Zeckenstich war, diese Facialisparese, da hängt dein Mundwinkel so schief, du lebst aber 30 Jahre damit und weißt das nicht. Ja, du hast es vielleicht in der Kindheit, eine juvenile Arthritis, gab so eine Gelenkentzündung, wo kein Mensch wusste, wie damals in Amerika diese Willibrord-Dorfer-Geschichte in Lyme in Connecticut. Keiner weiß das, keiner denkt mehr dran. Und irgendwo hatte ich mal was irgendwo erwischt. Du warst im Freien, du bist ein Freizeitmensch, du machst viel Outdoor-Aktivitäten, du bist nicht der Fabrikarbeiter bei Osram, als Beispiel genannt. Du arbeitest draußen, du sitzt nicht in deinem Büro, du hast ein hohes Risiko, eine hohe Exposition für diesen Erreger. Also ähnlich wie bei SARS-CoV-2, die Zecke hustet dich ja nicht an, aber die Zecke sticht dich und du merkst das nicht und dann wirst du krank. Mhm. Wie stellt man das Ganze bei sich selber fest? Was sind da die guten Mittel und Wege? Ja, das ist eben schwierig. Die Akzeptanz, da bin ich ja auch schon seit vielen Jahren am Kämpfen, bin auch schon bekämpft worden durch unlaute Fernsehaktionen und also auch Attacken aus dem In- und Ausland, was so unter der Gürtellinie war, kann ich ja inzwischen auch sagen, weil die Infektiologie wurde ja nie akzeptiert. Inzwischen durch SARS-CoV-2, da bin ich auch ein bisschen froh, drüber wird, Infektionen werden einfach auch mehr durchleuchtet, ob sie dann akzeptiert werden. Die chronische Borreliose wird nicht akzeptiert. Also es wird akzeptiert, wenn du so eine Facialis, auf einmal hängt dein Mundwinkel akut schief. Kein Thema. Wird akzeptiert. Wenn du das aber chronisch haben solltest und wirst nicht behandelt zeitnah, dann hast du ein Thema. Dann geht deine Erkrankung weiter. Du hast keine Wanderröte. Du hast, weißt noch nicht mal vom Zeckenstich. Wie soll der Arzt das denn herausfinden? Und es dauert heutzutage immer noch 3 bis 5 Jahre, bis die Borreliose überhaupt mal dran gedacht wird. Und dann wird ein falscher Test gemacht. Dann macht man so ein ELISA. Grottenschlechter Test. Bei SARS-CoV-2 ist er sehr gut übrigens. Das sind einfache Antigenitäten, die wir über das Spike-Protein. Die Borrelie hat so viele verschiedene, wenn du willst, Spike-Proteine an der Oberfläche. OSPC, OSPA, DBPA, P83, P41. So viele Oberflächen, dass das diagnostisch auch für die Hersteller so schwierig ist. Und dann machen die Krankenkassen oder der Hausarzt ELISA, schreibt dir rein, Ausschluss Borreliose. So, jetzt kann der Hausarzt das aber gar nicht ausschließen, weil die medizinischen Diagnosen sind keine Ausschlussdiagnosen. Du weißt selbst, dein Rachenabstrich bei Corona ist negativ, du hustest dir aber die Lunge aus dem Hals, vielleicht hat der Abstreicher nicht genau diese Stelle erwischt. So, warum soll dieser Abstrich das genau ausschließen? Der Abstrich kann es nicht ausschließen, da wird das Gesundheitsamt dir erzählen, machen Sie den nächsten Abstrich oder vielleicht ist das Virus noch weiter oben, machen Sie mal einen Nasenabstrich, dass es noch nicht nach unten gerutscht ist in deinen Rachen hinein. Also diese
diese Diagnostik ist sehr schwierig. Und der ELISA, da kann ich nur eine Warnung an alle Zuhörer aussprechen, bitte vertraut nicht dem Hausarzt. ELISA sagt, das könnt ihr vergessen. Wenn, dann wollt ihr einen Westernblot machen. Da habt ihr immerhin 60% der Aussage. Also das ist so Fakt. Und aus diesem bin ich mal zu der Thematik gekommen, der zellulären Analytik. Das ist mein Schwerpunkt schon seit 15, 20 Jahren inzwischen. Das ist ein Interferon-Gamma-Release-Assay. Und da finden wir inzwischen 85% draußen. Das ist sehr, 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 sehr gut in der Labormedizin. Das läuft dann über das Blut, das wird abgenommen und dann wird mit diesem dritten Verfahren, was du genannt hast, wird geschaut, schlägt es aus oder schlägt es nicht aus. Genau, ich will auch keine Werbung machen, ich nenne das Verfahren noch nicht. Ist ein Interferon-Gamma-Release-Assay, so heißen die IGRA. Und das ist ein Zytokin-Freisetzungstest und bieten, auch weil ich Laborarzt bin, will ich hier keinen Vorteil rausziehen. Das wird immer von verschiedenen Labors angeboten, ist ein CE-markierter Test, also zugelassen, IVD-registriert. Nur das Bewusstsein der zellulären Analytik, wo ich ein Verfechter schon seit Urgedenken bin, meinen Beruf darauf ausgerichtet habe, wird überhaupt nicht akzeptiert. Also jeder Arzt sagt, ach, ein zelluläres Immunsystem gibt es nicht, ich muss Antikörper finden. Aber wir haben ja auch gerade bei Covid-19 gelernt, dass nicht alle Antikörper haben, sondern auch zellulär reagieren. Also insofern ist das TH1, das Immunsystem, endlich mal abgebildet worden. Da bin ich auch froh, dass das so gekommen ist, muss ich ganz klar sagen. Ja, also tue Gutes und spreche drüber. Wie heißt denn der Test, wenn es jemand wissen will? Ja gut, der gibt es von verschiedenen Labors. Der heißt ELISPOT-Test, ELISPOT-Test. Manche nennen den LTT. Das ist aber ja schon auch korrekt methodisch. Aber die richtige wäre Interferon-Gamma-Release-Assay als LTT zu machen. Oder in der Modifikation heute ISPOT. Also gut, ich bin nicht der Einzige, der das macht. Insofern wäre es jetzt auch kein Vorteil für mich. Es machen einige namhafte Labors in Deutschland. Inzwischen oder auch schon länger auch, sind auf diese Züge aufgesprungen. Also ich war mit der Erste, der immer die Birne in die... Du nimmst ja jetzt auch hier gerade die Zeit, um darüber aufzuklären und das ist doch alles legitim und alles okay. Also das... aber wie gesagt, ich will keine... Also ich mache die Arbeit, weil ich das liebe, Menschen zu helfen und Kliniker bin, habe ich ja schon gesagt. Ich bin nicht nur Laborarzt, sondern auch einer gewissen infektiologischen, internistischen Grundausbildung, Onkologie. Also ich habe eben so die Immunologie, habe ich schon immer geliebt, also das Immunsystem, wie kann ich es diagnostizieren, wie kann ich das nach oben bringen, auch Therapien, was gibt es für Therapien, weil alle Hausärzte sagen, ja, gegen Viren kann ich nichts machen, was soll ich gegen Viren machen? Sag ich habe schon immer gesagt, wir müssen was gegen die Viren machen, was ist das für ein Satz? Ich kann nichts gegen Viren machen, ja, wir müssen doch was tun. Ich kann nichts gegen Borreliose machen, wir müssen was tun. Also aufgeben, scheitern ist keine Option. Wenn du es mir erlaubst, würde ich ganz kurz von der Borreliose ganz kurz einen Schwenker machen Richtung Parasiten, weil das passt ja auch ganz gut zusammen. Bei den Hunden, bei den Katzen, bei den Pferden, da sind Parasiten ein Riesenthema, da gibt es die Wurmkuren und so weiter. Der Mensch hat auch mehrere Meter Darm, da sammelt sich ja bestimmt auch was an. Man isst auch mal nicht so gutes Fleisch oder rohes Fleisch oder irgendwelche anderen Nahrungsmittel, wo vielleicht Parasiten enthalten sind. Da gibt es überhaupt kein Bewusstsein für die Thematik. Warum? Nee, es gibt auch keine Lehrstühle dafür. Also das Problem ist, es gibt einen tollen, kann ich nur empfehlen, Herrn Professor Auer in Wien, den ich auch sehr schätze, wir Vorträge gemeinsam halten, ich zur Borreliose, er zu den Parasitosen. Und wir finden uns wieder, weil jetzt kommen wir zum ganz spannenden Thema. Parasiten, wenn du einen Hund hast, als Beispiel, sagt Professor Auer, dein Hund scheidet Toxocara canis Wurmeier aus. Du selber kommst durch einen Zufall oder deine Kinder auf die Erde, wo vielleicht dieser Parasit noch ist, ohne den zu sehen. Dann nimmst du hebst den Schlüssel auf, sagt er mal. Dann nimmst du den Schlüssel und da sind diese Wurmeierreste, du siehst aber nicht. Dann kommst du durch Zufall, durch eine unbewusste Aktion in deinen Mundbereich oder das Kind. Und schon wirst du infiziert mit Toxocara canis. Also gar nicht so ohne dieser Infektionsweg. Und gerade hier im süddeutschen Raum gibt es doch sehr, sehr viele, sagt er. Wird nur nicht nachgeschaut. Kein Mensch denkt dran. Ein Problem haben wir in der Labormedizin, die Stuhldiagnostik, die Stühle sind schlecht.
Wir bekommen das nur im ganz warmen, frischen Stuhl raus, diese Eier. Das heißt, wir müssen im Labor selbst unter dem Mikroskop schauen, wir Laborärzte. Und das wird heute nicht mehr gemacht. Die werden über Kilometer, hunderte von Kilometern von A nach B nach C transportiert und dann sind die Wurmeier kaputt. Kannst vergessen, findest du auch nichts, obwohl der Mensch eine Parasitose hat. Was noch wichtig ist, Eosinophilie, also du kannst über das Differentialblutbild schauen, ob dort Veränderungen der weißen Blutkörperchen sind, die Eosinophilen heißen die, die auf eine Parasitose und oder Allergie hinweisen, weil Parasiten machen auch Allergien beispielsweise. Ist das dann so eine Art Hundebandwurm? Genau, ganz genau. Der sich quasi in einem eigenen Darm vermehrt, hält er sich dann tendenziell eher im Dickdarm, im Dünndarm auf? Weiß man das? Also du siehst keine, wie bei Schweinebandwürmern, siehst du solche weißen Proklotiden, heißt das, also von denen quasi die Fortpflanzungsteile, die du auch schön im Labor dir anschauen kannst, Tenia solium und Saginata, also Rind- oder Schweinebandwurm, das haben wir sehr häufig gemacht, die siehst du schon, oder den Spulwurm, das siehst du. Die Toxocara, das sind nur kleine Wurmeierchen, die sind so sensitiv, temperaturempfindlich, dass du die nicht mehr siehst. Da musst du direkt am Mikroskop fast sitzen. Deswegen machen wir Antikörpertestungen. Die sind sehr gut, muss ich sagen. Also Antikörper, die auch CE, also diese Qualitätskriterien. Wir sind ja ein akkreditiertes Labor. Wir machen da keine Hokuspokus-Testungen. Die sind alle überprüft von der Deutschen Akkreditierungsstelle. Das heißt, der Test muss aber was taugen. Also es bringt auch nichts, da irgendwo was hinzumachen, was nichts taugt, weil sonst hast du eine falsche Diagnose da stehen. Wow. Das heißt also, aus deiner Erfahrung heraus und auch was du vermutest, der Befall mit Parasiten ist, ob jetzt die Katze, der Hund, das Pferd und beim Menschen relativ ähnlich? Ja. Auch neurologische Störungen, autistische, muskuläre Probleme. Also wenn man den Professor Auer hört oder die Lehrbücher mal liest, dann weiß man etwas mehr. Ist aber ein Spezialgebiet, muss ich auch dazu sagen. Also ich kenne jetzt nicht alle Parasiten. Es gibt ja auch welche, die aus den Tropen irgendwas mit nach Hause bringen. So Ankylostoma duodenale, die haben dann eine Anämie, die Leute. Ist auch schwer herauszufinden. Haben eine Eosinophilie, also diese Vermehrung, wo ich erzählt hatte. Also du kannst das schon durch direkte auch Reiseanamnese. Jetzt gut, es ist weniger geworden, aber die Menschen sind ja viel verreist in exotische Länder und haben sich da irgendwas geholt. Es gibt dann in das Bernhard-Nocht-Institut noch in Hamburg und in München eine Tropenmedizin, wo man auch dran denken sollte. Also das muss ja nicht durch den Hund hier passieren, aber die meisten passieren durch Hunde oder Katzen. Also auch dieser Wurm ist auch in Katzenkot auch vorhanden. Mhm. Darf ich dich noch ganz kurz fragen, wie bekommt man dann diese Parasiten wieder los? Ja, da musst du entwurmt werden oder probiert entwurmt zu werden. Auch hast ja Ivermectin, glaube ich, genannt, eines der Parasitenmittel. Neben Albendazol, Mebendazol, also da gibt es schon ein paar gute Parasitenmittel. Und ja, da musst du entwurmt werden, dann geht es dir auch besser. Mhm. Ja, für Ivermectin gab es ja sogar einen Nobelpreis. Ja. Super, also danke für den kurzen Schwenker, weil ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was überhaupt noch nicht so auf der Agenda... Ich möchte aber nur eins dazu sagen, ja. Alexander, wenn ich kurz sagen darf. Bitte. Also wir haben jetzt über einzelne Erreger berichtet. Meine Erfahrung ist aber eine ganz, ganz, ganz andere. Jeder Patient, den ich untersuche, hat mindestens 3, 4, 5 verschiedene Infektionen, bis zu 10 verschiedene, 15 verschiedene Infektionen gleichzeitig im Körper. Das mag jetzt etwas vermessen klingen. Das hat was mit meiner Geschichte zu tun, wo ich gedacht habe, alles ist Borreliose damals. Dann hatte ich mal gedacht, alles ist Chlamydose, weil wir in der Medizin immer nur auf einen Erreger fixiert sind. Aber was wir sehen, sind multiple Mischinfektionen. Also es gibt keinen einzigen, den wir diagnostizieren mit chronischen Symptomen, der nicht eine Mischinfektion hätte, eine individuelle Mischinfektion. Da habe ich so Checklisten damals entwickelt, ohne dass mir das richtig klar war. Eine Multiple-Infektions-Checkliste, eine Lyme-Disease-Checkliste, inzwischen haben wir eine Parasiten-Checkliste gemacht. Kostet nichts, kann man einfach ausfüllen. Das ist die Differentialdiagnose klinisch, weil wir Ärzte uns gar nicht die ganzen Beschwerden, die jeder Erreger macht, das steht in Lehrbüchern zwar drin, aber alles nachlesen können. Deswegen habe ich gedacht, gut, dann setzt du dich hin und machst das in so
Checklisten. Patient kreuzt an diese Liste und dann kannst du auch sagen, okay, hey, ich habe den Verdacht auf Chlamydia pneumoniae oder Rickettsien. Ich war in Südafrika mal gewesen oder Australien oder ich habe meinetwegen einen Virusverdacht oder Coxsackie. Und die meisten, also alle, die ich sehe, haben multiple Infektionen. Es gibt nicht einen einzigen, der eine reine Borreliose. Es gibt nicht einen einzigen, der einen reinen Parasiten hat. Und das ist eben so wichtig, auch für die Therapien. Du kannst nicht sagen, ich gebe jetzt jedem Antibiotikum, ich gebe jedem Ivermectin. Wäre auch schlecht. Du musst eben schauen, welcher Patient mit welchen Beschwerden, Chronic Fatigue, ja, typisches Beispiel, Long-Covid, finden wir sehr, sehr viele Epstein-Barr-Virus-Infektionen reaktiviert. Gibt es auch Literatur. Coxsackie, Enteroviren, da haben die Leute so Bläschen im Mund, so Aften im Mund beispielsweise, die reaktiviert worden sind. Und dann sehe ich Chancen, das mache ich jeden Tag, auch gezielt Therapieoptionen zu machen, den Kollegen zu empfehlen. Dann sage ich, Mensch, wenn er einen Parasit hat, dann probier doch mal Albendazol, Mebendazol oder Ivermectin oder probier mal was aus. Wenn er ein Virus hat, dazu, Mensch, dann behandle beides oder behandle erstmal das und das. Aber das ist unterschiedlich. Es gibt nicht einen standardisierten Patienten, wo wir eine Wunderdiagnostik hätten für alles, wo wir sagen, die haben alle das Gleiche. Gibt es nicht. Das ist individuell völlig unterschiedlich geprägt, Exposition, dein Lebenslauf, hast du Hunde gehabt, hast du Katzen gehabt, hast du Zeckenstiche gehabt, warst du im Ausland viel unterwegs, was hast du gegessen, viel dreckige Salate, hast man Durchfall gehabt, dann bist du bei den Enteroviren gelandet, Coxsackie, Eschoviren, die wahnsinnig häufig sind in der Welt, was ich sehe, Aktivitäten. Wir behandeln die dann auch, also vielmehr die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, und ich muss so sagen, toi, 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 wir könnten da bislang einige retten oder einige auch wirklich gut helfen. Nicht allen, das muss man auch klar sagen, weil viele auch noch umweltmedizinische Probleme haben mit Schadstoffen, falsche Ernährung wieder, Mikroplastikdiskussion, die auch jetzt völlig in Vergessenheit geraten ist. Wir haben natürlich auch 5G, das hört sich jetzt verschwörerisch an, aber ich denke schon, dass das Ganze multisystemisch ist. Also das Ganze ist nicht nur die Infektion, das muss man individuell betrachten, ob du noch Zahnfüllungen auch hast, wo du ständig dein Aluminium in den Körper hineingeschossen bekommst von früher. Also nur als Beispiel genannt. Also das Ganze ist sehr multimodal in einem Zwiebelschalenmodell, aber du wirst immer Infektionen finden. Also ich bin felsenfest, egal ob du ein Parkinson hast, ob du eine Demenz hast, ob du Chronic Fatigue, also Erschöpfungszustände hast, ob du diese Fibromyalgie hast, ob du eine Autoimmunerkrankung, du musst immer das abklären. Das gehört zwingend zur Differentialdiagnose, verschiedene Erreger abzuklären, ob die noch aktiv sind oder nicht. Und wenn du die dann findest, dann kannst du auch wieder gezielt die Ursache therapieren oder zumindest probieren. Gut, dann sagt man, Hashimoto hat nichts mit Infektionen zu tun. Gut, dann sage ich, okay, da hat trotzdem eine Borreliose oder eine Coxsackie-Virus-Infektion, musst du trotzdem behandeln, also Läuse- und Flöhe-Modell in der Medizin. Man kann 3 verschiedene Tumorarten haben und glücklicherweise und weiß gar nicht, was ist jetzt der Haupttumor, der Primärtumor, so heißt das bei uns. Also diese Befunde, die ich sehe, weisen inzwischen klar die Richtung, manche haben Yersinien noch aktiv, Campylobacter essen viel Schweinfleisch, manche noch Salmonellen. Das muss man individuell betrachten und dafür habe ich diese Checklisten entwickelt damals. Wow. Also multifaktoriell. Ja. Und vor allen Dingen, danke, dass du das auch mal so reflektorisch gesagt hast, dass wenn man jetzt als Mediziner einen Hammer hat, dann ist alles ein Nagel, also alles Borreliose. Aber du hast auch die Selbsterfahrung gemacht, nein, es ist, kann alles noch dabei sein. Ja, um Gottes Willen. Also es ist vermessen, wenn ich alles auf die Borreliose schiebe und jedem Antibiotikum gebe oder auch, jetzt gibt es so neuerdings das Disulfiram nehme. Ich muss ja erstmal wissen, was ich behandeln möchte. Ja. Wenn ich jetzt einfach, alle haben Borreliose, natürlich, ich kann alles, jede Symptome, da kann ich auch sagen, jeder hat Chlamydose, jeder hat Bartonellose, jeder hat das. Aber das ist ja das jeder, das ist ja völliger Quatsch. Ich muss denke das auch, was bei deiner Ausführung klar geworden ist, dass das ist so eine Art Fassmodell ist. Der Mensch hat eine gewisse Kapazität, um mit den und den Erregern, Viren, Kranken klarzukommen. Und wenn dann halt etwas on top kommt, dann läuft das Ganze fast über. Und dann entstehen eben die vielleicht ein Tumor, da entsteht vielleicht die MS oder dann entsteht vielleicht Parkinson. Oder die Autoimmunerkrankung, die du dann hast dein Leben lang. Ja. Dein Sjögren oder deine Rheumatoide Arthritis. Interessanterweise hatte ich damals schon Borrelien im Fokus, so vor 15, 16 Jahren und hatte dann antibiotisch behandelt, ohne
nach Parasiten zu schauen, ohne nach Viren zu schauen, ohne nach Hefe- und Schimmelpilze zu schauen, was ja auch noch ein Riesenthema in der Zukunft wird. Ich hatte damals alle mit Antibiotika und interessanterweise war gerade so Rheuma waren diese Titter rückläufig. Die waren weg nachher, weil die Borrelien Rheuma machen über den sogenannten Mimikry-Effekt oder Bystander-Effekt. Das wissen die wenigsten Ärzte. Also, aber das ist beschrieben. Das heißt, ich muss quasi jeden Rheumakranken auf Borreliose untersuchen und ich habe auch dann die Chance, dem das Rheuma wegzukriegen unter Umständen, wenn es nicht schon was Eigenständiges geworden ist. Wow. Ja. Genau. Die Chancen bestehen, die Chancen bestehen definitiv. Und genau dafür mache ich die Sendung, dass genau solche Themen dokumentiert werden und auch verbreitet werden. Ja. Und rausgetragen werden. Und auch die Hausärzte mit beschäftigt werden. Ja, ich weiß auch, dass der ein oder andere Arzt auch zuschaut und ich hoffe, wir können da den einen oder anderen inspirieren. Und wie gesagt, es geht darum, dein Wissen zu dokumentieren. Und ja, aber bitte, ich weiß momentan auch noch nicht, wo mir der Kopf steht, wie viel ich weiß von den Dingen. Inzwischen kann ich vielleicht noch eins aussagen zum Schluss oder weiß nicht, wie viele Fragen du noch hast, aber ich möchte nochmal klar darauf hinweisen, ich arbeite ja auch international mit Professoren zusammen, die auch Infektiologen sind, zum Teil Regierungsberater sind auch von Ländern. Und was wir so herausgearbeitet haben, was ich ganz toll finde, auch von einem Professor, der heißt Jack Lambert, in Irland ist der Hauptinfektiologe dort, auch in der Corona-Krise, in der Mate University in Dublin in Irland. Und der hat damals eine Konferenz gemacht, da war ich noch sehr, also vor 3-4 Jahren war das schon vor der Krise, da habe ich gedacht, okay, vielleicht hat er nicht ganz Unrecht. Und er beschreibt 3 I's. 3 I's, also 3 große I's, musst du dir vorstellen. Und ich glaube, das ist das Modell auch für SARS-CoV-2 oder danach für Long-Covid. Wir haben immer die Infektion. Also wenn ich infektiologisch arbeite, sage ich immer, weil ich arbeite infektiologisch, also muss ich wissen, welcher Erreger kommt bei wem in Frage. Haben die sowas, haben sowas nicht. Wenn ich keine Infektion habe, greift das 3I-Modell natürlich nicht so sehr. Aber wenn ich 3 I's habe, habe eine Infektion, was passiert mit dir? Es passiert eine Inflammation, eine Entzündungsreaktion, ist das 2. I. So, du hast Schmerzen, du hast Zytokinen durcheinander, du hast TH1, TH2 Geschichten, die dann wieder in das 3. I hineinkommen, die Immundysfunktion, also Immunschwäche. Und ich glaube, dieses Modell, das müssen wir in der Zukunft, so weit ich hier sitze, ich sehe das jeden Tag, ich diskutiere das auch offen, wir müssen schauen, der Erreger alleine ist ja nicht das Problem. Es ist auch dann die Immunschwäche, die ich dann habe oder die schon vorbestanden hat, die ich gar nicht wusste. Und es kommt die Inflammation dazu, die Entzündungsreaktion. So, also muss ich oder sollte ich doch auch alle 3 diagnostizieren und dann, wenn da was nicht stimmt, auch therapieren. Also Infektion, Inflammation, Immundysfunktion. Und das ist so etwas, wo wir wirklich uns ausrichten müssen, auch beim Long-Covid, bei Borrelien oder auch nach jeder Infektionserkrankung, die in deinen Körper reinkommt, musst du immer diese 3 Säulen im Kopf haben. Ich wiederhole es noch 10-mal. Infektion, Immundysfunktion, Inflammation. Nochmal Infektion, Immundysfunktion, Inflammation. Wenn du diese Säulen im Kopf hast, SARS-CoV-2-Modell ist das gleiche übrigens. Die Leute haben alle das Problem von auch opportunistischen Infektionen, Chlamydien, die aktiviert werden, Mykoplasmen, Epstein-Barr-Viren, auch auf Intensivstationen übrigens. Dann ist das Problem wie ein HIV-Modell. Der AIDS-Kranke hat übrigens die gleichen Themen. Der HIV-Kranke, hatte ich schon dir gesagt im ersten Teil, wird ja nicht sterben am HIV-Virus direkt, der verstirbt an seiner Immundysfunktion, Immunschwäche und an den opportunistischen Infektionen, sprich an einem Burkitt-Lymphom, was wiederum durch Epstein-Barr-Viren kommen kann, ne? Wo er dann an bösartigen Sachen seine Lymphome kriegt oder sein Immunsystem bricht komplett auseinander, sodass er an einem ganz einfachen, banalen Schnupfen die Todesursache zu sehen ist. Also wir haben dieses Modell, das HIV-Modell der 80er Jahre, können wir auch auf dieses Modell wieder übertragen.
sagen. Und also ich kann jedem das nur ins Herz legen. Ich kann immer nur sagen, macht die drei I's, klärt die Infektion ab, klärt die opportunistischen Herpes Simplex, die Varizellen, ob die aktiv geworden sind durch diese Long-Covid-Geschichte. Klärt das ab. Da habe ich übrigens auch eine Checkliste gemacht, die Post-Covid-opportunistische Checkliste, auch schon vor einem Jahr fast, um zu schauen, sind das Parvoviren, die aktiv geworden sind, sind das Epstein-Barr-Viren, sind das Zytomegaliviren. Das ist eine reine Symptomatologie, die wir betreiben da müssen. Und dann kann ich auch gezielt sagen, mache ich mal einen Test, mache ich mal einen IgA-Test für Varizellen, ist das noch aktiv, mache ich mal einen ELISpot-Test, mache ich mal einen CD3-Test, wo bewege ich mich da immunologisch auch hin? Und dann kann ich auch gezielt ansetzen. Und ich glaube, die Ärzte, die das inzwischen so machen, die sind auch gar nicht so unerfolgreich in diesen Themen. Was passiert dann genau mit dem, was stellt genau der Coronavirus an, dass er eine Immundysfunktion praktisch verursacht? Ist das Immunsystem dann auf längere Zeit so sehr geschwächt, dass eben die persistierenden Epstein-Barr-Viren wieder aufflammen können? Kann man sich das so vorstellen? Genau, das Virus belastet natürlich extrem dein Immunsystem, ist ein Riesenstress, wie meinetwegen Cortisol oder Adrenalinschub. Das heißt, du bist massivst immunsupprimiert durch diese ganze Geschichte, kannst du auch messen. Und gerätst in so ein HIV-Modell plötzlich rein. Also auf einmal bist du ein AIDS-Kranker mit einem ganz akuten, rapiden Verlauf. Dann fliegt dir dieser ganze Opportunismus um die Ohren auf der Intensivstation. Du kriegst dann zu allem Überfluss noch Koagulopathien, also eine Inflammation, Gerinnungsstörungen, die du abkriegst. Dann hast du deine Thrombosen. Dann wird das Ding unbeherrschbar. Andere Erreger machen auch Thrombosen. Epstein-Barr-Viren beispielsweise HIV-6, humanes Herpesvirus 6, wird überhaupt nicht dran gedacht. Beispielsweise alle Erreger bringen dein Sauerstofftransport durcheinander, ja, weil sie einfach auch deine Mitochondrien noch missbrauchen. Du wirst einfach auch da noch malträtiert. Du hast kein ATP mehr. Du bist energielos. Das kennst du ja alles von normalen Schnupfen oder Grippe von früher her. Das ganze Thema ist dann so multifaktoriell ausgelöst. Aber das Hauptproblem, was ich sehe, sind mit die Opportunisten. Und die bleiben auch später noch aktiv. Epstein-Barr-Viren, Zytomegaliviren, Herpesviren, Varicella Zoster-Viren, die aufflaggen, HIV-6, HIV-7, HIV-8, Coxsackie-Viren, Echo-Viren, manchmal hast du auch noch ein Parvovirus dabei. Das muss halt abgeklärt werden, infektiologisch. Und hast du sowas aktiv, dann hast du durchaus wieder kausale Therapieansätze. Ist es dann so, dass der Virus sich die einzelnen Immunzellen schnappt und die zerstört, kaputt macht? Oder sind die Immunzellen so überlastet, dass das nicht genügend für die anderen da sind? Ja, du kommst ja immer in eine Leukopenie rein bei den akuten viralen Infektionen. Also deine Lymphozyten vermehren sich, die werden versuchen, sich in der akuten Phase zu verbreiten, direkt anzugreifen. TH1-System, zellulär, das können wir auch messen über den iSpot, so heißt das, in der Von-Gamma-Release-Assay. Später geht es ins Interleukin-2 über. Dann produziert dein Körper natürlich auch Antikörper, Abfangjäger, die wirken aber nur, wenn Komplement da ist, wird auch häufig in der Diskussion vergessen. Vielleicht habe ich einen Komplementdefekt, mein Antikörper bringt gar nichts im Endeffekt als Gegenwehr, dieser Komplementverbrauch, der nicht stattfinden kann. Dann hat die Intensivstation natürlich ein Problem wieder mit dem Komplement. Also das ist eine Kaskade, die da abläuft, die in dir explodiert. Und dann hast du ja viele Herpesviren, nimm mal Herpesviren der Lippe, die du normalerweise immunkontrollierst. Dann fliegt dieser Cocktail, weil die werden ja immunkontrolliert durch ein gutes Immunsystem, zelluläres Immunsystem, Leukozyten. Und die gehen ja nach unten, die sind weg. CD3-Zellen gehen weg, Helferzellen gehen weg. Dann bist du ein AIDS-Kranker im finalen Stadium. Dann hast du deinen ganzen Opportunismus, der in die Ohren fliegt. Und dann geben die ja auch Antibiotika gegen Chlamydien, Mykoplasmen, Guillain-Barré-Syndrom, was dann auftritt und diese ganzen Dinge. Das sind ja hochkomplexe Dinge mit immunologischen Überproduktionen dann, wo du auch diese IgGs beim Guillain-Barré wieder rausziehen musst aus dem Blut. Also die Leute explodieren mit ihrem Opportunismus. Und dann ist ja die Frage, hast du überhaupt noch eine Immungegenwehr? Deswegen geben die auch beispielsweise intravenöses Immunglobulin G gegen diese SARS-CoV-2, weil zu wenig mehr produziert wird. Ist ja nichts mehr da. Die haben ja nichts, die Leute, und können es gar nicht so schnell bilden. Und die zelluläre Immunabwehr wird dann auch zu schwach. Also
Also es ist wirklich ganz fatal, diese akute Phase, die da eintritt. Und dann explodiert es so schnell. Ja, und dann, aber was ich sehe die natürlich nicht von der Intensivstation. Ich sehe dann mehr die Leute, die das hatten, auch schwer erkrankt zu Hause waren, das einigermaßen gut weggesteckt hatten, aber dann haben sie ihre Folgen, ihr Chronic Fatigue Syndrom. Und da finde ich dann diese Epstein-Barr-Viren aktiv, Zytomegalie. Also die sind alle aktiv. Und dann denke ich, okay, da muss ich die auch behandeln. Ja. Also so setzt das System ein. Wow. Also man merkt wirklich eine krasse Kaskade. Und wieder kommt der Punkt zum Vorschein, dass man schon im Vorhinein präventiv was für sich getan haben muss, um da durchzukommen. Ja. Denn wenn dann irgendwo schon ein Bruch ist in der Achse, dann kommt eben dieses Schlagloch, dann kann die Achse brechen. Ne? So. Bildlich gesprochen. Mhm. Ich denke, das war auch ein sehr, sehr guter Abschluss für den Bereich. Dann sind wir doch wieder zum Thema Corona gekommen, aber es ist nun mal aktuell und unheimlich wichtig, dass wir drüber sprechen. Von meiner Seite aus war's das. Ja, danke schön. Also sehr spannend. Jetzt habe ich etwas emotional infektiologisch reagiert. Vielleicht ganzheitlich mehr als jetzt Forscher, nur in gewissen Teilen. Ich bin so ein ganzheitlicher Mensch. Ich versuche mir das immer ganzheitlich herauszuarbeiten und nicht nur zu sagen, okay, in der Forschung schaut so und so aus. Ich will halt wissen, wie schauen die Leute nach dem Zeckenstich aus? Was erzählen die dir? Was erzählt dir jemand, der eine Borreliose hatte? Was erzählt er dir? Könnte das wirklich sein, dass das chronisch ist oder nicht? Und dann misst man das, kann man im Blut feststellen, ist aktiv, ist nicht aktiv, in der von Gamma-Release Elispot machen oder Eispot machen und dann weiß ich es im Endeffekt. Nur wenn ich nichts mache, dann gehe ich in eine symptomatische Therapie rein und arbeite nur am Symptom. Dann sage ich, okay, du bist ja psychisch krank, du hast ja eine manische Depression. Und vielleicht da noch einen wichtigen Satz sozusagen, die Darmgesundheit. Durch diese Infektion, Inflammation insbesondere, komme ich in einen Tryptophanmangelzustand, habe dann mein Leaky Gut auch und habe einen Serotoninmangel. Und dieser Serotoninmangel führt dazu, dass ich im Endeffekt auch depressiv werde. Aber das ist auch ganz normal, weil wenn ich so wenig Serotonin habe, was mir im Gehirn dann fehlt, bin ich depressiv oder manisch-depressiv oder teilweise depressiv, verstimmt. So, dann werden aber diese Leute, die so Infektionen haben, werden gleich in die Psychiatrie geschickt in Deutschland oder in anderen Ländern auch. Deswegen sind die, und man gibt denen gleich solche Serotoninmittel, dass das hochgeht. Aber das Problem liegt ursprünglich im Darm. Also da wird überhaupt nicht ganzheitlich gedacht. Der Neurologe schaut sich ja nicht den Darm an. Der fragt ja nicht auch nach einer Borreliose oder der Psychiater. Der fragt auch nicht nach anderen Infektionen. Und mein Dasein hier ist dem gewidmet, dass ich sage, hey, ihr müsst einfach mal schauen, da fehlt euch vielleicht noch was. Und vielleicht liege ich auch völlig falsch. Das kann ja sein, dass das sich so in 20, 30 Jahren herauskristallisiert, dass es völlig falscher Weg war. Aber ich habe da so eine Ahnung, dass das so kommen wird. Und was ich auch sehe jeden Tag. Und dann sage ich nicht bei jedem, aber bei einigen Heilsversprechen machen wir sowieso nicht. Können wir wieder Optionen für die Therapie aufbauen? Und das fehlt ja im Endeffekt in der Causa. Ich muss mal wissen, was ist die Ursache? Wenn ich die Ursache nicht finde, bin ich sowas von todunglücklich am Tag und kann gerade wieder ins Bett gehen. Ich denke, jeder wünscht sich einen ganzheitlich denkenden Arzt und das ist absolute Mangelware, diese Einstellung. Und deswegen bin ich auch froh, dass es dich gibt, dass du darüber auch so redest. Und auch die Thematik mit Serotonin und die Causa dann im Darmbereich ist, da habe ich schon mit mehreren Therapeuten gesprochen und die sprechen Ähnliches wie du. Auch gerade, dass Mängelzustände dafür sorgen, dass die Menschen eben dann falsch behandelt werden und psychisch behandelt werden, obwohl es eigentlich eventuell ein Nährstoffmangel ist oder ein schlechtes Mikrobiom. Ja, das kann ich nur so bestätigen. Ja. Ja. Ich denke, wir könnten hunderte Themen aufmachen noch. Ich denke, für heute ist es gut, dann das zu schließen. Und ich bedanke mich von Herzen für deine Zeit, gerade in der aktuellen schweren Situation. Wir haben jetzt kurz vor Weihnachten, einen Tag vor Weihnachten, und du nimmst dir die Zeit, um hier darüber zu sprechen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich hoffe, viele Leute hören dich dann auch.
Ja, lieber Alexander, vielen Dank und ich wünsche auch der Zuhörerschaft, bleibt alle gesund, arbeitet an eurem Immunsystem, nicht aufgeben und wir werden das schon schaffen zusammen. Danke.